Es gibt ein Video über dich. Die dunkle Wahrheit über Hymi geht nur 2 Minuten von Mideos. Okay, pass auf. Ich mache das auf dem Handy auf und wenn ich es dann für sinnvoll erachte, gucken wir es an. Die dunkle Wahl über Hübi. Hübi, oder besser gesagt, Tobias Georg Hübenthal, ist uns allen durch seine Nintendo-Videos bekannt. Vor nicht allzu langer Zeit konnten wir auch schon herausfinden, dass er mit SEO und Shimtex für Nintendo arbeitet. Doch das ist noch lange nicht alles. Hübi wurde am 17. Februar... Warum? Warum arbeiten wir für Nintendo? Warum droppst du schon wieder Fake News? Auf welchen Fakten basiert diese Aussage? Er ist 97 geboren. Er ist daher vom Sternzeichen Wassermann. Das Wassermann-Symbol zeigt uns 2 gezackte Wellen in der Emoji-ID-Liste. Gezackte Wellen? Wahrscheinlich gezackt, oder? Da hat es die Nummer 1241. Diese Zahl sollten wir uns doch schon mal merken. Doch nochmal zurück zu Hübi. Denn suchen wir nach Hübenthal, so stoßen wir auf das Hübental. Dieses liegt in Sontra, auf der Deutschlandkarte, ziemlich mittig gelegen. Sontra hat eine Gesamtgröße von 111,28 Quadratkilometern. 3 mal die 1 sind 3. Mit unseren vorherigen Zahlen kommen wir so auf 28.11.423. Am 28.11. lud Hübi ein Video hoch. Schauen wir also mal rein, was er bei Minute 423 zu... Bruder. Sagen hat. We did it! Ich hab die unsichtbaren Blöcke einfach mit meinem inneren Illuminatenauge gesehen. Er hat also die unsichtbaren Blöcke mit seinem Illuminati-Auge gesehen. Ja, ja, und willst du jetzt, hä? Bist jetzt neidisch, dass ich das unsichtbare Illuminatenauge habe? Mideos? Hä? Das ist der pure Neid, der aus dir spricht. Unangenehm. Er gibt also in seiner Euphorie zu, dass er ein Illuminat ist. Schauen wir also mal nach, was seine Zuschauer zu... Ich gebe das hier auch öffentlich zu. Was glaubst du, warum ich mir ein Auge auf die Hand tätowiert habe? Hä? Was? Bro, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich gehe damit ganz offen zu. Ich gehe damit ganz offen um. Soll eine erschreckende Nachricht schreiben. Lesen wir die Kommentare, scheint es jedoch keinen zu interessieren. Wir finden sogar einige bekannte Kommentarschreiber. Neben Benji101 finden wir auch RandomNPC187. Zufall? Ich denke nicht. Wir erinnern uns, dass RandomNPC einer der Feen aus dem Zelda-Universum ist und... Warum ist RandomNPC einer der Feen aus dem Zelda-Universum? Wo zieht er... Aus welchem gottlosen Loch zieht er denn jetzt diese Info? Zudem den Ring aus der Kopfstandpyramide stehlen will. Der Ring hat, wie wir wissen, eine unvorstellbare Kraft. Wir konnten herausfinden, dass die 3 Göttinnen den Ring stehlen wollten, um das... Nochmal die Frage! Warum ist RandomNPC eine der Feen aus Zelda? ...böse an die Macht zu bringen. Doch wir wussten nicht, wer oder was deren Anführer, also das Böse selbst ist. Bis jetzt. Hübi ist das Böse. Er hat es Erinnerst du dich nicht an Dean, Farore und RandomNPC 187? Die Göttinnen auf seine Seite zu verleiten. Er hat sie beauftragt, den Ring zu stehlen. Sollte es ihm gelingen, wird das Böse in Person so mächtig, dass er unaufhaltsam wird. Digga, ich sehe schon fucking böse aus, ne? Sein Hauptquartier hat er brillanterweise inmitten von Deutschland errichtet. Das Hübental. Von dort aus wird es ein leichtes sein, die ganze Macht an sich zu reißen, um zunächst Herrscher über die Welt und letztendlich über die ganze Galaxie zu werden. Ja, das ist mein Plan. Das gebe ich jetzt hier an der Stelle ganz offen und ehrlich zu. Es ist mein Plan, mit der Kraft der Illuminaten das Universum zu übernehmen, ja. Und ihr alle unterstützt mich dabei. Ach, das war's schon! Bruder. Ich dachte, der kommt jetzt noch mit echten Exposings. Das habe ich doch alles komplett, öffentlich kommuniziert. War für irgendjemanden von euch jetzt im Chat eine neue Information dabei? Nö. Ja, eben. Freunde, lasst dem Meister ein bisschen Liebe da. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gutes Video. Hat mir gefallen. Hat mir sehr gut gefallen.